Schulen, Universitäten, Betriebe, Gewerkschaften haben längst Leitfaden veröffentlicht, wie man sich an Nein. Also dann haben Sie also Entschuldigung, wenn Sie Examen machen, Entschuldigung, Sie mich doch, es wird sanktioniert. Nein. Studenten kriegen schlechtere Noten so, für ihre Arbeiten, wenn sie nicht sich an die Genderregeln halten. Sein Sohn darf im Aufsatz nicht schreiben Hampelmann, sondern muss schreiben Hampelmensch, sonst kriegt er Punktabzug. Wie will man mit Gendersprache Deutsch lernen? Diese Sprache ist behindertenfeindlich. Denke an Legastheniker, die sowieso schon nur drei Worte schreiben können. Und sie ist fremdenfeindlich. Eine Meldestelle, also Denunziation, und zwar nicht dafür, dass Opa nicht richtig gepflegt wird und dass man die Politik dafür verantwortlich macht. Eine Meldestelle, wenn man nicht gendergerecht spricht. Dann kommt dazu, dass die ganz Intelligenten sagen, Demokratie. Demokratie heißt für mich, 80% ist gegen diesen Schrott und will das nicht. Das ist Demokratie. Freunde, heute habe ich für dieses Video etwas ganz Besonderes rausgesucht. Was jeden weitestgehend klardenken und so richtig auf die Palme bringen wird. So wurde Peter Hane nämlich mal wieder in eine Talkrunde eingeladen, in der er ein paar Gender-Ideologen so ordentlich zurechtgewiesen hat. Freunde, ich versichere euch, in dieser Talkrunde ging es so richtig zur Sache. Lasst uns also mal in diese Debatte reinschauen, die so viele Menschen regelmäßig auf die Palme bringt. Los geht's. Ein Berliner Vater verklagt jetzt endlich mal die Schule wegen dieser Gendersprache. Sein Sohn darf im Aufsatz nicht schreiben Hampelmann, sondern muss schreiben Hampelmensch, sonst kriegt er Punktabzug. Dabei steht im Schulgesetz normgerecht schreiben. Und jetzt sind wir bei dem Grundthema. Das heißt, die Sprache ist das Einzige, was uns verbindet. Sie kommen, Ihre Eltern aus der Ukraine, genau. Sie kommen aus Ihre Eltern aus dem Iran. Sie mussten hier Deutsch lernen. Wie will man mit Gendersprache Deutsch lernen? Diese Sprache ist behindertenfeindlich. Denke an Legastheniker, die sowieso schon nur drei Worte schreiben können. Und sie ist fremdenfeindlich. Wissen Sie, was uns hier verkauft wird als Gerechtigkeit im breitesten Sinne von queer über trans bis wer weiß was alles, dass das in die Sprache gefasst werden muss, ist in Wahrheit fremdenfeindlich. Wer hierher kommt als Flüchtling, hat sowieso Schwierigkeiten mit Deutsch. Dann kommt dazu, dass die ganz Intelligenten sagen, Demokratie. Demokratie heißt für mich, 80% ist gegen diesen Schrott und will das nicht. Das ist Demokratie. Nein, Demokratie, auch bei den öffentlich-rechtlichen Medien, bei denen ich ja gearbeitet habe, ist, jeder darf machen, was er will. Damit können Sie nicht Sprache machen. Das heißt, Sie können nicht die einen setzen Doppelpunkt, die anderen einen Schrägstrich, einen Längsstrich und so weiter. Es ist alles furchtbar. Und dann haben Sie als Krönung, das ist ja gestern nun rausgekommen, da denken Sie, Sie stehen im Wald. Die Familienministerin, statt dass sie sich kümmert um alte Leute, um Altenheime und wer weiß was, eine Meldestelle, das müssen wir plastisch vorstellen. Also, lieber Herr Broder, Sie sind da ja viel offener in den Fragen mit dem Diktatur- oder dem Vergangenheitsvergleich. Eine Meldestelle, also Denunziation, und zwar nicht dafür, dass Opa nicht richtig gepflegt wird und dass man die Politik dafür verantwortlich macht. Eine Meldestelle, wenn man nicht gendergerecht spricht. Was wir hier erleben, liebe Freunde, ist doch wirklich unfassbar. Nehmen wir mal an, ich wäre jetzt Politiker und nehmen wir mal weiter an, ich wäre in Regierungsverantwortung. Nun stelle ich mir die Frage, warum in aller Welt würde ich keine Politik für die über 60-jährigen Menschen in diesem Land machen wollen? Ich meine, diese Gruppe von über 60-jährigen Menschen umfasst mehr als 22 Millionen Menschen in Deutschland, was gut 27% der Bevölkerung wären. Das wäre doch ein Handeln, was dem Volkswillen entsprechen würde, oder? Unsere Politiker allerdings sehen das scheinbar anders. Statt sich nämlich intensiv mit unseren Rentnern zu beschäftigen, verschwenden unsere Politiker viel lieber ihre Zeit mit einem Selbstbestimmungsgesetz, welches nur eine winzige Minderheit betrifft, die, Freunde bitte nicht falsch verstehen, im Prinzip gar nicht erst der Rede wert sind. Aber genau durch solche Aktionen nehmen Politiker es scheinbar nur zu gerne in Kauf, dass ihre Wähler nur so davonrennen, um dann, wie Peter Hane es ja auch beschreibt, auf Methoden zurückgreifen, welche an die Stasi erinnern. Da werden tatsächlich Meldeämter eingerichtet, um antifeministische Äußerungen zu verfolgen, nur weil jemand einen biologischen Mann, der als Frau gesehen werden will, trotzdem als das bezeichnet,
was er nun mal ist, nämlich ein Mann. Hand aufs Herz, das ist doch an Absurdität kaum noch zu übertreffen, oder? Doch Freunde, weil das noch nicht genügt, schauen wir uns jetzt mal die Argumente der linken Gender-Befürworter an. Oder eher den Versuch, ein vernünftiges Argument zu finden, um diese groteske Politik zu verteidigen. Ich möchte vielleicht ein bisschen mehr für Coolness in dieser Frage beitragen. Doch, das muss man auch an dieser Stelle. Die Frage ist viel zu wichtig. Aber man kann auch cool an wichtige Sachen rangehen. Gucken Sie mal. Cool macht keinen Spaß. Man muss nur wollen. Ich war so oft auf Juso-Kongressen, da ist man noch nicht cool. Genau. Aber nee, sagen Sie mal. Es ist ja schon, also genauso wie immer sich so echauffiert wird, haben wir nicht größere Probleme, als wir über das Thema gesprochen haben. Könnte man heutzutage, gerade heutzutage sagen, haben wir nicht größere Probleme, als quasi jetzt Kommando zurück. Ihr Verein ist ja dafür, nicht dafür, dass es liberal und offen ist. Also das eine ist ja etwas aufzuzwingen. Sie beschweren sich ja quasi durch ein Verbot, sich frei äußern zu können. So aber ist es. Umgekehrt gibt es jetzt in Hamburg eine Volksinitiative, die genau Gott sei das Gegenteil aufzwingen möchte. Gott sei Dank. Also es ist eben nicht genug, entschuldigen Sie bitte, dass es so eine Initiative geben muss. Also eben und nicht es ist eben nicht freiwillig. Also eben nicht Schulen, Universitäten, Betriebe, Gewerkschaften haben längst Leitfaden veröffentlicht. Es wird sanktioniert. Nein. Studenten kriegen schlechtere Noten für ihre Arbeiten, wenn sie nicht sich an die Genderregeln halten. Also, ich bitte Sie. Ja, Freunde, die Argumente der linken Studiogäste hier sind mal mehr als dünn, oder? Auch Hendrik M. Broder und Peter Hane sehen das scheinbar genauso, weshalb sie sich mit dieser eher komischen Argumentation nicht abfinden wollen. Irgendwie war es aber auch klar, dass man hier die gesamte Logik auf den Kopf stellen will. Ich meine, was hat hier eine Forderung nach Coolness zu suchen? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn, vor allem, wenn man diese Ideologie mittels Zwang, Sanktion und Diskreditierung erzwingen will. Das ist doch völlig blöd und lächerlich, liebe Freunde. Oder seht ihr das jetzt anders? Schreibt mir eure Meinung hierzu gerne mal in die Kommentare. Kommen wir nun aber zum Highlight der Sendung, wo auch Hendrik M. Broder nicht mehr an sich halten kann. Schauen Sie, es ist keine Freiwilligkeit. Stottert ja nicht. Erstmal kommt diese Sitte aus Amerika, wo, in Deutschland ist es aber noch viel schlimmer, weil sie im Englischen zwischen weiblich und männlich nicht unterscheiden. Und hier ist es eins der vielen Projekte, Scheinprojekte, und da haben Sie leider vollkommen recht, die nicht nur Geld kosten, sondern auf Aufmerksamkeit binden. Und es ist vollkommen legitim zu fragen, haben wir keine anderen Sorgen? Und diese große Debatte über Gendern, über Transsexualität und über Geschlechtsgerechtigkeit hat damit zu tun, dass wir mit den realen Problemen nicht fertig werden. Verstehen Sie? Mit dem Wohnungsbau, das ist durchaus mit der Bildungskatastrophe. Ein Problem für die Betroffenen. Das nein, nein, nein. Darf man auch aber, Entschuldigung, ist das und dann noch was. Sie haben gesagt, Problem. Unterschätzen Sie die Kinder nicht. Die Kinder werden permanent unterschätzt, nämlich vernachlässigt. 25% der Kinder, die, ich glaube, die Grundschule beenden, können nicht lesen und schreiben. Da gibt es nichts zu unterschätzen. Das ist ein totales Versagen. Das ist ein Elite-Thema. Das liegt nicht am Gendern. Das liegt nur daran, dass unsere Politiker und leider auch die Journalier viel Zeit damit verbringt, sich um Bagatellen zu kümmern, weil sie von den großen Sachen kapituliert. Aber ich sag Ihnen, da gibt's Leute, denen ist das wichtig. Und es ist Ihnen wichtig? Dass man darauf achtet, ob man irgendwie jemanden weiblich, männlich liest und da einfach mal so ein bisschen. Und was heißt lies? Entschuldigen Sie, was heißt lies? Oder ansprechen, jemanden mit einer weiblichen oder männlichen. Ich lese sie doch als weiblich. Ich sehe sie als weiblich. Ja, weil ich bin auch ja niemand, der da irgendwie auch so ein großes Ding ausmacht. Nein, allein das Wort, dass jemand wird gelesen, das Allerabsurdeste ist, dass es heißt, das Geschlecht, das mir bei der Geburt zugewiesen wurde. Das sind ein paar Sekunden ihres Lebens, die sie darauf irgendwie. Aber Sprache soll doch verbinden. Ist das so ein Bild? Nein, ja, das ist Belästigung. Ja, dann sind sie aber auch einer. Ich würde einem Hamster auch nicht bescheinigen, dass er ein Tiger ist, nicht wahr? Es gibt Kategorien. Hendrik M. Broder bringt es hier genau auf den Punkt, wenn er den Versuch kritisiert, die Überforderung der Realpolitik zu kaschieren. Während sich Deutschland immer weiter zur weltweiten Lachnummer entwickelt, in Sachen Digitalisierung immer mehr an Boden verliert, unser Sozialsystem aufgrund von unkontrollierter Migration zum Bröckeln gebracht wird, stehen wir vor riesigen Herausforderungen aufgrund der selbst erschaffenen Energie- und Wirtschaftskrise. Statt bei solchen Dingen endlich das Ruder rumzureißen und einen vernünftigen Weg wieder einzuschlagen, debattieren die Damen und Herren in den Parlamenten sehr viel lieber über völlige Belanglosigkeiten. Der Ernst der Lage scheint in den Köpfen der Politiker bislang noch nicht angekommen zu sein. Bei euch, liebe Zuschauer, aber ganz sicher. Deswegen meine Frage an euch.
welche der aktuellen politischen Herausforderungen ist für euch am wichtigsten. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst eine Like da, abonniert meinen Kanal und teilt dieses Video mit all euren Freunden.